Personalprobleme plagten den TSV Murnau im Heimspiel gegen den neuen Tabellenführer SC Lenggries. Mit Julian Bütt in der Innenverteidigung, Michi Burger im offensiven Mittelfeld und Werner Fischer im Sturm fielen gleich drei Stammkräfte aus. 20 Minuten lang passierte an der Poschinger Allee überhaupt nichts. Doch dann die ersten Chancen. Wir haben einen gefährlichen Freistoß von Hausmann gesehen. Und das ist die große Chance für Andy Knoll im 1 gegen 1 gegen Gästegoalie Florian Schauer. Der hält ja allerdings noch nicht die Nerven. Und nun wacht auch Lenggries erstmals auf. Sie sind eine sehr offensiv starke Mannschaft. In dieser Saison gewannen sie schon 2 Spiele, in denen sie 5 Tore erzielten. Und einmal klingelte es sogar 6-mal im gegnerischen Gehäuse. Hier ist Max Baumgartl auf den Posten im 1 gegen 1. Der TSV Murnau gewann seine beiden Heimspiele gegen Otterfing, gegen Waakirchen und konnte erstmals auswärts punkten. Beim FC Penzberg gewann man letzte Woche. Das ist der nächste gefährliche Schuss, diesmal aus der Distanz. Und nach einer halben Stunde wurde es auch richtig gefährlich. Auf der anderen Seite, Knoll ist eigentlich durch und will zum Schuss ansetzen, wird aber von den Beinen gerissen und das Ganze innerhalb des 16-Meter-Raums. Da gibt es nur eins, 11 Meter. Und Maxi Schürgers tritt an, verlädt Goalie Schauer und schiebt rechts unten ein. 1:0, nicht unbedingt verdient die Führung. Doch so eine Chance will man sich natürlich nicht entgehen lassen. Und wieder einmal bewies sich die Heimstärke des TSV Murnau. In beiden Spielen gingen sie 1:0 in Führung und beide Spiele gewannen sie auch. Und das eine weitere gute Aktion von Baumgartl, der sich vor allem in den Heimspielen teilweise als unüberwindbar für die Gäste darstellte. Doch ein Manko gibt es beim TSV. Zu Null konnten sie in dieser Saison noch nicht spielen. Und das trieb die Lenggrieser auch voran. Kapitän Leichmann mit der Chance. Allerdings viel zu unplatziert. Und hier die nächste große Chance, wieder Leichmann. Doch den macht er eigentlich perfekt. Doch eben einen Tick zu hoch. Baumgartl schon geschlagen. Und eine Riesenchance. Dieses Spiel wird Ihnen präsentiert vom Bauunternehmen Dietze aus Uffing, vom Bauerncafé Nagel aus Tauting. Weitere Informationen unter www.a-co-tv.de.tl. In der zweiten Halbzeit der TSV zu Beginn bemüht, das zweite Tor zu machen, doch richtig klappen wollte es nicht. Dann auf der Gegenseite eine kurze Ecke, eine Methode, die die Gäste bei Standards öfters anbringen. Murnau bekommt den Ball nicht weg. Der Schuss oder der Pass und vor dem Tor steht Franz Reiser und es steht 1:1. Der etwas überraschende Ausgleich nach fast 70 Minuten. Und jetzt stellte sich allerdings die Frage bei den Zusehern und Fans des TSV Murnau, war das denn nicht abseits? Und wir schauen mal nochmal drauf. Das ist das letzte Bild unserer Kamera, in dem Reiser und der letzte Abwehrspieler der Murnau zusammen auf einem Bild zu sehen sind. Und Sie sehen, hier steht er nicht im Abseits. Und jetzt bekommt er den Pass. Und man kann es erahnen, er bewegt sich wirklich erst nach der Ballabgabe und steht ja hier auch nur einen knappen Schritt im Abseits. Das war wohl eher kein Abseits und einfach perfekt gemacht von Reiser. Und so erlebt der Keeper Schauer das Tor. Der Jubel bei den Gästen riesengroß. Diese Entscheidung kann man durchaus so bewerten. An den Schiedsrichter vielleicht sogar ein Kompliment, denn das war äußerst schwer zu sehen. Murnau bemüht. Nur 40 Sekunden nach dem Rückschlag. Ehegartner aus 16 Metern von der Strafraumkante. Was für eine Riesenchance. Doch er ist einfach kein Torjäger. Und das ist der eingewechselte Christian Meyer. Der berührt ihn nur ganz leicht, aber trotzdem gefährlich, dieser Ball. Und auch auf der Gegenseite eine große Chance. Wieder nach einer Standardsituation. Und der ging auch nur knapp drüber. Das hätte sogar die Führung für die Lenggrieser in dieser Partie sein können. Und die haben in den letzten 10 Minuten die größeren Chancen. Leichmann abgeblockt sein Schuss. Da wäre es nochmal richtig gefährlich geworden. Und dann die 93. Minute. Freistoß, Schröfall, die letzte Aktion in dieser Partie. Der Freistoß ist gut und der Ball ist im Tor. Doch Sie sehen es.
Schiedsrichter von Maffei gibt diesen Treffer aufgrund einer Abseitsstellung nicht. Und auch hier müssen wir nochmal drauf schauen. Frage nun, wer befindet sich zum Zeitpunkt der Ballabgabe durch Schrüffel im Abseits? Wir sehen hier, Hausmann ist es nicht, dessen Kopf bzw. der Körper hinter dem Verteidiger. 0,2 Sekunden später kommt Christian Meyers Kopf im Bild und auch der befindet sich hinter dem Verteidiger, der ihn decken soll. Dann die zweite Frage, wer berührt den Ball? Hausmann, so scheint es, ist es auf jeden Fall nicht und Christian Meyer natürlich danach auch nicht. Das wäre ein regulärer Treffer gewesen. Erstens stehen beide nicht im Abseits und wenn, beide berühren den Ball überhaupt nicht. Das ist bitter für den TSV. Am Ende, ganze 30 Sekunden nach dieser Situation, pfeift Schiedsrichter von Maffei ab und es steht 1:1, der Endstand nach 90 Minuten.